Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Space Engineers. So, in der letzten Folge haben wir ja nun fast nicht vorbeifliegen, nein, nicht vorbeifliegen, haben wir ja nun fast Silber gefunden. Standen ja kurz davor. Genau. Da ist es, da ist Silber. Hier ist Silber, alles voll. Sehr schön. Ich habe euch ja gesagt, in dieser Folge werden wir ein bisschen Silber abbauen. Und ja, da schauen wir mal, dass wir ordentlich was mitkriegen hier. Und da brauchen wir eigentlich nur noch Gold suchen. Sobald wir Gold gefunden haben, können wir dann schon unseren ersten Reaktor bauen. Das finde ich schon mal richtig klasse. Sehr gut, sehr gut. Ja, wie gesagt, das finde ich jetzt schon mal richtig klasse. Hallo? Hallo? So, wie gesagt, finde ich schon mal richtig klasse. Denn der Reaktor ist eigentlich noch eins der wichtigsten Komponenten, mit die wir auf unserer Plattform brauchen. Wir werden auch nur ein, zwei Ladungen mitnehmen. Also ich muss jetzt mal gucken. Ach so, übrigens, ich wollte erst mal gucken, wie viel ich überhaupt brauche. Denn ich hatte ja den Reaktor schon in Auftrag gegeben. So, jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich das hier ein bisschen tausche. So, das müssen wir mal umtauschen. Genau, das braucht nämlich Silber. Ach, Kies müssen wir auch noch produzieren. Alles klar. Und da bin ich ja froh, dass ich einiges an Stein mitgenommen habe. Okay, das reicht natürlich nicht aus. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Stein. Aber das ist okay. Das ist okay. Weil ich muss nämlich gucken wegen Gewicht. Okay? Ihr kennt ja noch in einer der früheren Folgen, wo mir die Bude einfach umgekippt ist und schwupps kaputt war der ganze Mist, gell? Das soll uns jetzt in der Fortsetzung jetzt nicht mehr passieren. So, wir nehmen hier auch gleich mal ein bisschen Stein mit, wobei Stein nicht ganz so wichtig ist, weil Stein kriegt man ja überall her. Das müssen wir jetzt hier nicht mitschleifen, eigentlich. Wie gesagt, ist nicht so wichtig. Ich meine, ich nehme zwar jetzt ein bisschen was mit, aber wichtiger ist halt eben Silber. So. Okay. Dann wäre jetzt jedenfalls noch wichtig, dass wir noch Gold finden. Das wird natürlich ein bisschen komplizierter, weil Gold ist natürlich noch besser versteckt. So, dass wir hier die restlichen Komponenten bauen können. Das wird natürlich. Na gut, das müsste aber eigentlich reichen. Müsste eigentlich, naja, wir nehmen noch zwei, drei Ladungen mit und dann müsste das eigentlich reichen. Dann müsste das eigentlich reichen. Gut, die Steine haben wir jetzt mitgenommen, das ist nicht so schlimm. So.
Jetzt auf alle Fälle nicht so schlimm. Wichtig ist, dass wir noch zwei, drei Ladungen Silber mitnehmen. Und das sollte dann aber auch erstmal reichen, damit wir mindestens ein, zwei Reaktoren bauen können. Also einer ist auf alle Fälle erstmal wichtig, dass wir genug Energie haben. Aber das macht Spaß hier unten abzubauen, weil du hast hier nur Silber, da hast du kaum Steine dazwischen. Kommen Steine dazwischen, das passt, das ist einwandfrei. Ich nehme jetzt mal die restlichen Steine noch mit, damit wir noch den Kies herstellen können. So, der war hier vorne. Ach, ich komme immer hoch und weiß nicht mehr, wo der Aufstieg ist, gell? Das ist. Ja, das ist ein bisschen komplex, aber nicht so schlimm. So. Habe ich gar nicht nach meinen. Okay, ist noch genug da. Da ist noch genug da, das reicht noch. Wie gesagt, Gold finden ist jetzt halt relativ schwierig. Aber ich bin überhaupt froh, dass ich hier Silber und so schön gefunden habe. Weil das ja doch relativ tief unter der Erde war, gell? Ganz schön tief unter der Erde war. Okay, müssen wir noch runter. Müssen wir noch mal runter. Ist aber nicht so schlimm, im Gegenteil. Das freut mich, das freut mich. So, einmal gehen wir noch rein. Ja, 19. Wie viel haben wir hier? 25. Ja, einmal gehen wir noch und das war's dann. Muss dann reichen, weil dann haben wir viel zu viel schon eigentlich fast. Eine Ladung holen wir noch raus. Das muss dann aber reichen. Das muss dann reichen, weil sonst, wie gesagt, passiert es ja wieder, dass die ganze Kiste umkippt. Das will ich eigentlich vermeiden. Mal schauen, ob wir überhaupt noch starten können. Ob wir überhaupt noch starten können. Das werden wir ja gleich sehen. Wenn ich einsteige. So, das müsste doch jetzt aber langsam schon fast reichen, denke ich mal, oder? Okay, da klatschen wir den Stein raus. Okay, gut, das reicht. Das reicht. So, jetzt gehen wir auf die Suche nach Gold. Müssen wir unbedingt Gold finden. So. Okay. Ja, Batterien müssten wir wahrscheinlich auch mal aufstellen. Da haben wir jetzt eigentlich schon genug Sachen eingesammelt für Batterien, ne? So, noch irgendwo ein Hundevieh hier? Nö. So, wie gesagt, das Problem ist halt eben bei Gold, dass das ein ziemlich weiten Tief, also sehr, sehr tief in der Erde unten drin ist.
So, halt. Okay. Gut, egal. Egal. So, jetzt gehen wir auf Goldsuche. Jetzt haben wir zum Goldfetischisten. Gold hat man hier gleich daneben. Okay. Okay. Natürlich jetzt schwierig. Okay, also Gold haben wir ja hier genau daneben. Sehr schön. Aber ihr seht ja, die Bude ist total überladen, gell? Also wir sind schon total. Sind schon total überladen. Jetzt müssen wir sehen, dass wir hier irgendwie genau drauf kommen. Müsste jetzt eigentlich hier schon so gut wie es geht sein. Okay. Dann werde ich jetzt mal sehen, dass ich hier irgendwie das Teil hier landen tue. Okay. Gut. So, das hätten wir. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir hier gerade runter. Da kommt es zum Vorschein. Da kommt es zum Vorschein. 30 Meter noch. Sehr schön, sehr schön. Ah, geil, bei Gold. Ich würde sagen, ich nehme nicht allzu viel Gold mit. Ich würde sagen, ich mache maximal so viel, dass es reicht, um die Produktionslinie zu beenden. Oh, hier ist es schon. Hier ist schon Gold. Genau, hier nehmen wir jetzt aber auch keine Steine oder ähnliches mit. Hier nehmen wir wirklich nur Gold mit. So. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich, dass wir hier alles. Alles auf einen Haufen bekommen haben. So. Also wie gesagt, wir nehmen nur Gold mit und Stein fliegt raus. Okay, gut. Hier sind wir reingekommen, genau. Das ist aber gar nicht so tief hier unter der Erde, hä? Oder täuscht das? Also mir kommt das jetzt eigentlich nicht gerade sehr tief vor.
So, jetzt produzieren wir erstmal die Goldbarren. So, und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen mit dem Zeug. Ob das jetzt ausreicht. So, weil viel Gold kriegen wir hier immer nicht raus. Das ist ja das Problem. Hier kommt erstmal das Gold rein. Jetzt schmeiße ich auch mal hier den Stein mit rein. So, dass ich hier in aller Ruhe das Gold wegnehmen kann. Ich müsste das Wort sagen, das reicht dann auch schon fast. Denn wie gesagt, ich will das will den Ländern nicht schon wieder total überladen. So, dann will man den Video überladen. Ich will den nicht wieder zur Schnecke machen, gell? Das heißt sonst, dass wir nochmal starten müssen, denn ich habe immer noch keine Krankenstation gebaut. Wobei ich sage, wir hätten ja eigentlich fast alle Rohstoffe da fürs Bauen, ha? Oder? Mein Gold und Silber müssten doch eigentlich relativ leichte Werkstoffe, also Rohstoffe sein, ne? Normalerweise. Normalerweise. So. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es aussieht, wenn wir das umwandeln. Ob das dann an Gewicht verliert. Das kann ich halt nicht sagen, das weiß ich halt nicht genau. Müssen auf alle Fälle hier Silber wieder ummodeln. So, das restliche Gold hier unten noch rausholen. Und dann müssten wir zurück zu unserer Basis. Ich hoffe mal, dass ich da ohne Probleme jetzt hinkomme. Hoffe mal, dass ich da jetzt ohne Probleme hinkomme. So, so, so. Ich mache mir da wahrscheinlich schon wieder viel zu große Gedanken. Ich hoffe mal, der Länder macht das ohne Probleme mit. Die Sachen jetzt umbauen, müssten die doch leichter werden, oder? Ich weiß es nicht. So, die Ladung nehmen wir noch mit hoch. Hier noch irgendwo ein Stückchen Gold? Nee. Aber jetzt so. Steine hauen wir natürlich raus. Denke mal, wir haben genug Steine. Gut, so. Sehr gut. Alles klar. Dann haben wir es erstmal soweit, dann können wir jetzt zur Basis zurückkehren und mal gucken, ob das Schiff das mitmacht. So, okay, haben wir doch noch Stein mitgenommen. Okay, Gold haben wir auf alle Fälle jetzt genug. Gold haben wir genug. Sehr gut. Gut, dann gucken wir mal, dass wir jetzt irgendwie zurückkommen. Halbwegs.
Das muss ich mal sehen, dass ich die Schüssel ein bisschen gedreht kriege, ohne dass sie umkippt. So. Okay, dann begeben wir uns mal langsam aber sicher auf den Heimweg. In der Hoffnung, dass jetzt nichts weiter passiert. So, ich hoffe mal, das war jetzt die richtige Richtung. Das müsste aber eigentlich die richtige Richtung gewesen sein, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Deswegen werde ich jetzt auch noch mal landen gehen. Und fliege da schnell mit meinem Raumanzug hin. Denn ich Nase, ich habe vergessen, mit den die Location zu speichern. Location vergessen zu speichern. So. Jetzt füllen wir noch mal schnell die Flaschen auf. Schnell sehen, wo das war. Aber von hier hinten bin ich gekommen, gell? Ja, ich glaube, das müsste hier hinten gewesen sein, irgendwie. War das hier gewesen? Hier habe ich auf alle Fälle gebuddelt. Ja, hier ist das Gold. GPS von aktueller Position. Gold 001. Okay. Muss ich mal schnell schauen, welches von den vielen jetzt hier Silber gewesen ist. Sorry. Oh. Jetzt alle her. Habt ihr ja gesehen, das war ja gleich eine ganze Ladung. Oh. Solarpanel, okay. Solarpanel, sehr gut. Was war denn jetzt? Ich glaube, die war das Richtige, gell? Genau, das war die richtige Silbermine. So. Haben wir nämlich hier gleich noch die Locations gesetzt. So, Info, GPS, neue Location, Silber 001, gell? Sehr schön. So.
Jetzt geht's zurück zum Länder. Und dann ab zur Station. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Oder wenn wir diese Folge auch wieder nicht schaffen. Haben halt einfach nicht so viel Zeit. Okay, warte. So, nee, nee, mach mal, geht schon. So. So, da sind wir. Jetzt kommen wir ab nach Hause. So, schauen wir mal, ob das was wird. Ich sag schon, wir sind gnadenlos überladen, gell? Ist ja auch kein Wunder, wir haben 342.263. Unten sind wir doch schon. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Neigen. Den nicht zu stark neigen, nicht dass es. Dass es wirklich einen Abflug macht. So. Muss wirklich vorsichtig sein, weil wir ziemlich stark überladen sind. Besten, ich muss mal gucken. Zu schnell. Wir müssen noch ein Stück zurück. Weiter. So. Okay. Ich muss mal kurz das ausblenden. Okay. Alter, geschafft. So. Jetzt braucht man einen Reaktor. So, Energieblöcke. Hier ist ein großer Reaktor. Den brauchen wir jetzt. Okay. Warum? Weil die Stahlplatte fehlt, alles klar. So, haben wir denn noch welche? Oh, wir haben noch welche. So. Würde ich sagen, bauen wir das Teil hierher. So, hierher. Können wir den nämlich noch mit den Dings verbinden, dem Förderbandsystem. Und dann kann er sich eigentlich immer das Wichtigste rausnehmen. So, das brauchen wir. Das brauchen wir.
Noch mehr Steuerplatten brauchen wir. So, mal gucken, ob das reicht. Ja, fürs Oster. Metallgerüst können wir da wieder raus tun. Herstellungskomponenten können wir auch wieder raus tun. Dann brauchen wir Stahlrohr Groß, Motor und Computer. Stahlrohr Groß, Motor und Computer. So, also das kann raus, das kann raus. Kann auch raus, das kann auch raus. So, jetzt brauchen wir Computer. Stahlrohr Groß haben wir gar nicht, doch hier. Und das. Okay, das müssen wir jetzt noch ein paar Mal hin und her watscheln. Aber ich will den jetzt noch schnell fertig kriegen. Okay. Stahlplatten fehlen. So. Okay, das fehlt auf alle Fälle auch. Wir müssen jetzt noch ein paar Mal hin und her watscheln. Das hilft jetzt leider nichts. Aber ich will den Reaktor, so wie es geht, fertig kriegen. Denn dafür haben wir jetzt hier hingearbeitet. Denn dafür haben wir hingearbeitet. Computer könnte ich eigentlich rausnehmen, oder? Die brauchen wir nicht mehr. Nee, Computer kann man rausnehmen. Brauchen dann nur noch Motoren. Wie viel? 15, okay. 15 Motoren noch. So. Kann raus. Das kann raus. Motoren. Okay. Ja, das Problem ist halt, die Reaktorkomponenten, die sind ziemlich schwer. Die sind richtig schwer. So, Motoren sind auch fertig. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Reaktorkomponenten. Okay. So geht es ein bisschen schneller. Sehr gut, das müsste ja dann gewesen sein mit den Reaktorkomponenten, oder? Ja, yeah, wir haben den Reaktor fertig. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt hier Uran rausnehmen. Okay, hier aus dem. Okay, so einfach geht das nicht. Sehr gut. So, jetzt können wir die ganze Bude mit Strom versorgen und ich sehe, ich habe Scheiße gebaut. Die Öffnung hier an der Seite ist. So. Gehen wir hier über die Konsole noch schnell und gucken wir mal den Verbinder an. Okay, der passt. So, jetzt gucken wir mal hier. Okay. Sehr schön, das ist verbunden. Jetzt müssen wir mal gucken, ob sich das Zeug jetzt hier schon automatisch hier reinzieht.
Das Eisen hat sich schon automatisch hier reingezogen. Nur Eisen. Uran kann sich nicht reingezogen haben, weil wir noch keins haben. Dies bedeutet, wenn wir jetzt noch eine zweite Raffinerie hier daneben bauen, mit Sachen mit Gold oder ähnlichem, dann können wir mit Sicherheit hier eine schöne Produktionskette aufbauen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind schon bei 36 Minuten. Das ist schon eine übelst lange Folge geworden. Alles klar, Leute. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen würden. Und ich sage dann mal bis dahin. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.